In diesem Video siehst du, warum es als Vermieter und Investor hier in den USA immens wichtig ist, seinen neuen Mieter gründlichst zu durchleuchten, bevor man denen den Schlüssel gibt. Eine vermeintlich perfekte Traummieterin entpuppt sich auf den zweiten Blick als Mietnomadin. Alle Details dazu, wie du deine Miete screenst und wie diese Mietnomadin entlarvt wurde, siehst du in diesem Video. Let's get into it. The Lucas Show. Mein Name ist Lukas. Ich bin Immobilieninvestor hier an der Ostküste der USA im Raum Philly. Ich berichte auf meinem Kanal alles zum Thema US-Immobilien. Ja, aus dem Tagesgeschäft mit meinen Objekten in der Vermietung, da gibt es jede Menge spannende Geschichten zu berichten. Aber gleich vorab, die spannenden Geschichten finden nicht mit dem Großteil unserer Mieter statt. Der Großteil unserer Mieter sind hervorragende Mieter. Die kriegen von uns sogar Weihnachtsgeschenke, weil die Kommunikation gut läuft, die Objekte in Schuss gehalten werden, die Leute ihre Miete pünktlich bezahlen und sie kommunizieren. In solche Videos wie dieses hier schaffen es diese guten Mieter nicht, weil das ist Tagesgeschäft. In solchen Videos hier enden nur die Spezialfälle. Und um so einen Spezialfall geht's heute. Was genau passiert, wenn so eine Vermietung mal komplett schief läuft und über eine Räumungsklage mit einer Räumung durch den Sheriff endet, das habe ich dir in dem spannenden Video hier oben mal zusammengestellt. Da erlebst du den Spezialfall. Der Kollege, der hat es wirklich durchgezogen. Jede Frist vor Gericht verstreichen lassen, bis dann der Sheriff kam und ihn halt rausgeschmissen hat. Auf jeden Fall sehr spannendes Video. Gruß geht raus ans Gefängnis. Da sitzt er nämlich gerade, aber nicht wegen uns. Das hat andere Gründe. Aber mehr dazu, wie gesagt, in dem Video. Schau es dir einfach mal an. If you can't do the time, don't do the crime. Es muss nicht immer in so einem Drama mit Tränen enden und ähnlichem oder gerichtlichen Räumungen und sonstigen, sondern das kann man schon vorfiltern. Und das sollte man auch tun als Investor und Vermieter, weil alles andere verhagelt einem die Rendite und sorgt eigentlich nur für Ärger. Deswegen sollte man solche Mieter, solche Bewerber vorher screenen, scannen, durchleuchten, bevor sie den Schlüssel zum Apartment oder zum Haus bekommen. Da hast du wohl bei der Überprüfung und beim Durchleuchten gepennt, oder? Wenn der Kerl zum Mietnomaden wurde, hat es wohl Tomatoes on the Eis. Ja, nicht ganz. Also diesen Mieter, später Mietnomaden, den haben wir mitsamt dem Haus im Paket gekauft. Das heißt, der war schon im Haus, in der Wohnung drin, als wir das Haus gekauft haben. Der hatte einen gültigen Mietvertrag und deswegen haben wir ihn mit übernommen. Ganz einfach. Also wir haben ihn selber nie gescreent und durchleuchtet. Von daher, Mieter hier in den USA bewerben sich auf eine Wohnung oder auf ein Haus. Und das machen sie mit einer vollständigen Mieterbewerbung. Und zu einer vollständigen Mieterbewerbung gehören eigentlich eine Selbstauskunft, also Gehaltsnachweise, Einkommensnachweise, sogenannte Paystubs, Gehaltschecks und Steuernachweise bzw. Arbeitsverträge. Also es muss erkennbar sein, dass regelmäßig Geld durch Arbeit reinkommt. Der zweite Punkt ist der Credit Check. Also zu dem Credit Check gehört der Credit Score. Das ist so ein Scoring, ähnlich der Schufa, wo daraus hervorgeht, ob dieser potenzielle Bewerber, dieser potenzielle Mieter, ob der Schulden hat, wo der Schulden hat, ob der schon mal ein Inkassoverfahren hatte, bei wem er das hatte und natürlich auch, wo die letzten Adressen von dieser Person sind, das heißt, wo die letzten Gehaltsnachweise hingegangen sind, beziehungsweise die letzten Inkassoverfahren, an welcher Adresse die gingen. Das sieht man sehr detailliert, also man kann wirklich sehen, welche Inkassofirma da welchen Betrag eingetrieben hat, beziehungsweise welchen Studienkredit die Person noch offen hat. Das ist wichtig, um zu beurteilen, ob diese Person ein guter Mieter ist. Oder ein guter Schuldner ist. Ein guter Schuldner zahlt seine Schulden. Da kann man zum Beispiel sagen, wenn jemand ein hohes Gehalt hat, aber auch eine hohe monatliche Belastung durch Kredite und Schulden und ähnliches, dann ist der ein schlechterer Mieter als jemand, der ein geringes Einkommen hat, vielleicht gar keine Schulden hat. Also Schulden ist hier in den USA ein großes Thema, weil hat eigentlich jeder. Und der Punkt Nummer 3 ist der Background Check. Beim Background Check geht es darum, genau zu gucken, wie ist der Hintergrund von der Person. Welche Gerichtsverfahren gibt es? Wie liefen die? Worum ging es dabei? Nur um zu gucken, in welchen Themenbereichen im Gericht, also Verkehrsrecht, Strafrecht, Mietrecht, war diese Person schon mal involviert. Und das sind die 3 Hauptkomponenten von so einer Bewerbung. Das ist ja eine Menge Informationen. Wie kriegt man die so schnell zusammen? Ich meine, das dauert doch ewig, die irgendwie zusammenzusammeln, oder? Das geht relativ fix. Da gibt es verschiedene Anbieter, die dir das abnehmen. Einer wäre Zillow. Bei Zillow zahlst du $39 und die machen dann so ein Credit Scoring für dich, machen deinen Background Check und stellen quasi eine komplette Bewerbung für einen Vermieter zusammen. Die Bewerbung ist 30 Tage gültig und die kannst du dann an einen oder mehrere Vermieter auf Zillow direkt online schicken. Aber neben Zillow gibt es natürlich noch andere Agenturen, die sowas anbieten. Eine Liste von 3-4 Agenturen, die habe ich dir einfach mal in die Beschreibung unter das Video gesetzt. Da kannst du mal selber schauen. Wie gesagt, du kannst die Bewerbung nehmen und kannst sie an verschiedene Vermieter parallel schicken. Also das erleichtert dir die Arbeit und es erleichtert auch dem Vermieter die Screening-Arbeit. Von daher eigentlich ein praktisches Tool. Zurück zu der eingangs erwähnten Dame, dieser quasi perfekten Mieterin. Die hatte einen hervorragenden Einkommensnachweis, konnte Einkommen auch belegen, konnte auch mit Arbeitsverträgen nachweisen, dass es regelmäßig Einkommen geben wird. Also, die war eigentlich ganz gut.
Beim Credit Scoring sah es ein bisschen anders aus. Da hatte sie leichte Dellen. Also leichte Dellen ist jetzt nicht so der gute Score, aber sowas passiert hier öfter. Viele Leute haben Studienkredite, die sie abbezahlen. Viele Leute haben Autokredite, die sie abbezahlen. Und das erhöht dann immer natürlich die monatliche Belastung und senkt den Credit Score. Also die Anzahl der Anfragen senkt den Credit Score und solche Belastungen und verschiedenste Kreditinstitute und Inkassounternehmen senken auch den Credit Score. Beim Inkasso, da gab es auch einen Punkt bei ihr. Also es gab mehrere Inkasso-Verfahren, die gegen sie mal gelaufen sind. Das waren immer so Kleinstbeträge von Firmen, die, ich sag mal keine Namen, aber diese Firmen sind bekannt dafür, dir einen Fernseher oder eine Playstation zu finanzieren. Ja, solche Ratenkäufe sind hier relativ häufig der Fall. Das heißt, dass Leute den Fernseher mit 0% die ersten 30 Monate finanzieren und sowas. Oh Mann, wenn der Preis der Playstation oder des Fernsehers höher ist als dein Credit Score, ja, dann brauchst du keine Playstation oder einen Fernseher. Und last but not least, der Background-Check von ihr, der kam sauber zurück. Keinerlei Einträge in diesem Background-Check. Also von daher die perfekte Mieterin, oder? Grandios, schick den Mietvertrag, kann sie unterschreiben, zieht sie ein, zack, hast du eine Wohnung vermietet. Cashflow und übrigens Rent's Due. Ist doch geil, oder? Eigentlich richtig, aber wir machen das Vermietbusiness hier schon eine ganze Weile und haben da auch Erfahrung gesammelt. Zu dieser Erfahrung zählt verschwendete Lebenszeit und verschwendetes Geld bei Gerichtsverfahren und Mahnverfahren und Ähnlichem. Von daher versuchen wir genau diese Kosten im Rahmen zu halten und gucken einfach bei der Bewerbung viel genauer hin. Ich habe vorher erwähnt, dass so eine Bewerbung so 30 Tage gültig ist. Und diese Bewerbung war auch noch 30 Tage gültig. Was haben wir nun gemacht? Wir haben einfach mal direkt mit den genannten Adressen in dieser Bewerbung und dem Namen der Dame die Gerichtsakten durchsucht. Das kann man hier online machen. Das heißt, dann kann man wirklich nach den Teilnehmern eines Gerichtsverfahrens suchen. Und ja, siehe da, da gab es Ergebnisse. Da gab es rote Ampeln, da gab es überfahrene Stoppschilder, Geschwindigkeitsübertretungen. Alles irrelevant für ein Mietverhältnis, oder? Punkt Nummer 4 war aber ein Landlord-Tenant-Doc. Das heißt, die Dame wurde von ihrem aktuellen Vermieter im November, genau am 14. November 2022, verklagt. Und zwar auf $8,329.43. $8,000 Mietschulden. Das Ganze mündete in einem Urteil, und zwar Mitte Dezember 2022. Und ja, ist rechtskräftig. Das heißt, die Dame ist eine rechtskräftig verurteilte Mietnomadin beziehungsweise hat Mietschulden in Höhe von über $8,300. Würdest du so eine Mieterin bei dir wieder in die Wohnung lassen? Schreib mir das mal in die Kommentare. Ich glaube nicht, oder? Dieses Urteil war aber schon Mitte Dezember 2022 rechtskräftig. Sie hat Mitte Januar ihren Credit Report gezogen, auch den Background Check erstellen lassen. Das heißt, innerhalb dieser 30 Tage hat es das Urteil noch nicht geschafft, in die Bewerbung der Dame irgendwie Einfluss zu nehmen. Das heißt, da haben die Crawler und die Screening-Agenturen dieses Urteil noch nicht berücksichtigt. Würden sie dieselbe Überprüfung, denselben Background-Check und denselben Credit-Score, dasselbe Credit-Rating bei der Dame heute nochmal machen, auf Garantie wird dieses Landlord-Tenant-Ding sich negativ auswirken und ihre ganze Bewerbung einfach mal in den Keller ziehen. Aber in dem Fall war noch nichts sichtbar. Ja, frag sie doch nach Referenzen und einer Telefonnummer vom vorhergehenden Vermieter und ruf da mal an. Ja, sie hat auch eine Telefonnummer angegeben, bei der habe ich auch angerufen. Warum ist es wichtig, die Referenzen und Telefonnummern, die die Mieter und Bewerber geben, auch zu checken? Genau aus diesem Grund. Ja, genau. Das ist mein bester Mitarbeiter. Ich bin nämlich der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber bin ich, genau. Genau, der Arbeitgeber, ja. War hervorragender Mitarbeiter. Hervorragende Arbeit geleistet, immer. Oder auch. Das ist mein bester Mieter, weil ich bin nämlich der Vermieter. Vermieter bin ich nämlich, genau. Mein bester Mieter. Und genau so sieht das aus, wenn deine Freunde deine besten Referenzen sind. Ja, die Dame hat auch noch jede Menge haarsträubende Geschichten dazu gedichtet und konfrontiert mit der Aussage, dass es da ein Rechtsverfahren gibt, gab es jede Menge Ausflüchte und wilde Erklärungen über Wasserschäden und egal. Fazit, man kann sich damit noch beschäftigen und jede Menge gutes YouTube-Material sammeln, aber im Endeffekt ist es verschwendete Lebenszeit. Die Bewerbung der Dame wird schlichtweg ignoriert, die kriegt nicht mal mehr einen Showing-Termin. Was du jetzt auf jeden Fall aus diesem Video mitnehmen solltest, der schöne Schein trügt. Eine Bewerberin, die eine tolle Bewerbung abliefert, kann sich auf den zweiten Blick als Mietnomadin entpuppen und das solltest du auf jeden Fall tun, der zweite Blick lohnt sich. So eine Mietnomadensache, die verhagelt dir die Rendite von dem ganzen Objekt. Das sollte nicht passieren. Kriegst du hier in den USA relativ schnell rausgeklagt, auch relativ kostengünstig. Dennoch, es muss nicht sein. Vorher hinschauen. Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann lässt mir am besten ein Like da, ein Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Und wenn du jemanden kennst, der sich auch für US-Immobilienthemen interessiert, dem schickst du dieses Video. Und jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.